heute hier unsere Werkstatt präsentieren. Und hier werden die Lean-Pop-Up-Karten hergestellt. Alle Ideen und Design werden in Gelsenkirchen von unserem Team entwickelt. Unsere Lean-Pop-Up-Karten sind aus Papier und die Kunst heißt Kirigami. Die Besonderheit der Lean-Pop-Up-Karten ist das dreidimensionale Objekt auf der Innenseite der Karte. Und hier sehen Sie zum Beispiel, wenn man die Karten aufmacht, dann erscheint dieses dreidimensionale Objekt auf der Innenseite der Karte. Die Lean-Pop-Up-Karten sind auch die Kombination zwischen Grafikdesign und Handarbeit. Die Designarbeiter dauert zum Beispiel eine Architekturkarte 3 Monate lang. Zum Beispiel der Kölner Dom. Das ist, wird gelasert, aber letztendlich werden 36 Einzelteile per Hand zusammengeführt. Wir haben aus dem für alle Anlässe die Pop-Up-Karten, zum Beispiel für die Hochzeit, für Geburt, Geburtstag. Und die Besonderheit der Lean-Pop-Up-Karten ist die filigrane Arbeit. Die Karten sind sehr aufwendig gemacht und vor allem sehr filigran. In unserer Werkstatt werden über 50% Frauen beschäftigt und wir möchten hier den Frauen eine Chance geben, also eine schöne Arbeit auszubilden und damit etwas Geld für ihre Familien zu unterstützen. Damit wir hier auch im Sinn von Fair Trader die Karten produzieren. Dieses Jahr möchten wir Ihnen auch die neuen Produkte vorstellen. Das ist diese dreidimensionale Objekte. Man kann auch selber basteln und das werde ich Ihnen auch beibringen. Und andere Produkte ist, man kann selber schneiden. Man kann selber so schneiden und eine Hochzeitskarte selber basteln und verschenken. Und mit den Karten kann man auch mit dem weiteren Motive dekorieren. Denn man sieht hier auch die Blumen.